Hol dir dein Abo bei deinem TV-Anbieter. Tretenes, ab durch die Mitte, Tretenes mit dem 1:0 dieser Partie, aber da steht dann der Gegner auch Spalier und lädt ihn ein an diesem schönen Sonntag zum Treffen. 1:0 für den Narcisse. Ja, da hat Olte spekuliert, dass der Tretenes die Scheibe nochmal zurückspielt auf einen Verteidiger, aber so clever wie er ist er einfach durchgelaufen und da hat es wirklich einen Abstimmungsfehler, das darf so nicht passieren. Man sieht es, der täuscht auch den Pass nochmal zurück an, aber dann greift ihn niemand an, er kann einfach durchlaufen. Das darf so auf dem Niveau sicher nicht passieren. Aber hervorragend nachher gemacht natürlich auch. Von ganz hinten bis ganz nach vorne, alles durchgelaufen. Das war schon was. Nein, Gary Nunn mit dem Ausgleich. Gary Nunn in der 11. Minute. Der Liga-Goalgetter Number One. Auch hier wird ihm ein wenig ein Geschenkchen gemacht. Es ist auch gut Wetter draußen gewesen. Schöner Moment, wenn man da so. Ja, es ist gerade zweimal hin und her gegangen. Zuerst Olte mit dem Hüsle vor dem Goal mit einer Chance, dann Konter und da geht der Gary Nunn wieder vergessen. Ja, eben eigentlich 10 Minuten lang sehr disziplinierte Defensive kann jetzt innerhalb von 10 Sekunden ein paar Mal Spieler vor dem Goal vergessen gegangen. Andersons, wieder ein Block. Und dann ist Olten wieder komplett. Es gibt auch noch eine Möglichkeit für Matteva. Die Scheibe im Tor drin. Lukas Matteva und womöglich Oliver Achermann oder ein anderer Shot von ihm mit dem Ablenker. Die Strafe war bereits um und es ist dann eben, sind da diese 5 bis 10 Sekunden nach einem Ablauf der Strafe, die noch gefährlich bleiben. Hier sehen wir es. Irgendwann Ablenker. Ja, es geht halt immer, bis man wieder ein bisschen sortiert ist. Ich glaube, der Achermann hat da die Scheibe noch. Ja, ich war womöglich. Verleger. Nein! In dem Falle war es jetzt umgekehrt. Die Olden gerade komplett, Unterzahl bereits vorbei. Und Gary Nunn, weil Olden bereits in der Offensive war, kann da profitieren. Natürlich auch dank seiner Mitspieler, logischerweise. Er allerdings auslösen bereits. Es ist der auffällig, dass der Larry Leger in die Offensive mitgeht. Und da geht ein schöner Pass auf den Gary Nunn. Ja, schön gespielt gewesen. Wenn es wirklich der Larry Leger jetzt gerade gut machen, den Fehler, den er gemacht hat, hat er wollte korrigieren und natürlich mit seiner Power ist er in der Rush mit. Auch hier wieder sehr offensiv stehen, die Olden 2 gegen 1 Möglichkeit, Eugster mit dem 3:2, haut die Scheibe gleich selber rein. Ja, wieder aus der Druckphase von Olden gibt es wieder eine 2 gegen 1 Situation. Das ist jetzt ein Verteidiger, der Gakko Pinch, also geht in die Offensive. Das darf eigentlich nicht passieren. Sie sind alles unter Kontrolle, sie machen Druck. Das ist die defensive Stabilität, die ich vorher schon gemeint habe. Sie sind sehr offensiv eben hier. Ja, der Dan Weisskopf darf nicht den Schritt nach vorne machen, weil er ist der Verteidiger oder der blauen Linie. Wenn die Scheibe rausgeht, gibt es den schnellen Shot von Jens Jassen, um den Konter zu fahren. Und natürlich hervorragender Abschluss vom. Sheffield Steelers. Am Ende zum einzelnen Shot von. Oliver Achermann, ich habe es auch schon erwähnt, gute Saison mit 34 Punkten. Bisher war mit 24 Punkten sein Bestwert. Und dann Ritzli Problem und die Scheibe ist im Tor. Das 4:2. Toms Andersons ist, glaube ich, der Mann gewesen, der abgezogen hat. Er schlägt wieder zu am Freitag, doppelt heute auch bereits wieder einmal. Toms Andersons. Ja, das Goal aus dem Nichts raus, aus dem Bulli raus, Schuss, sag jetzt mal nicht unhaltbar, geht ärgerlich, rutscht er hinten rein. Kann man sagen, genügend Ziele zu verfolgen hätten, um eben zu beweisen dem Gegner, dass mit ihnen immer zu rechnen ist. Colin Smith, schöner Pass hier auf Stärke und die Scheibe ist im Tor. Wie ist denn die da reingegangen? Slapstick-Einlage, ich weiß nicht, ob der Pass überhaupt bei Stärke ankam.
Ja, das war nicht richtig gesehen, wie die Scheibe reingegangen ist. Aber der Colin Smith hat sich sicher super durchgesetzt hinter dem Goal. Schöne Körpertäuschung. Schöner doch, Pass. Doch. Ja, Stärke. Ja, ich glaube, der Horanski war, was ich Becken macht. Noch einmal, genau schon. Stärke läuft da durch. Ja, dann Horanski wohl einfach mal am Gegner doch ins Gesicht von Silvan Wies. Der sich dann gegenüber dem Schiedsrichter ärgert, hilft allerdings nicht. Dann hier die Möglichkeit. Ausgleich, Simon Stärki. Was für eine Einzelaktion. Ja, unglaublich schön gemacht, wenn er sich da durchtankt. Wirklich hervorragende Einzelleistung. Davor noch der Ärger bei Silvan Wies wegen einem vermeintlich hohen Stock. Sah wirklich danach aus und dann im Gegenzug Simon Stärchi in einer Einzelaktion. Hier noch einmal zu sehen. Ja, zu spät habe ich es. Ich glaube, da war der Stock im Gesicht von Wies. Wäre strafwürdig gewesen. Dann Leger auf Stärchi. Ja, von den Schottfußspielern ein bisschen zu wenig konsequent gespielt gewesen. Sie sind eigentlich 2 gegen 1. Das Platz und die Möglichkeit für Gavin anzugehen. Dann gegen Abraham, er kommt raus. Dann ein Zusammenprall da. Im Zentrum drin die Scheibe allerdings. Liegt nicht und Eberhardt ist auch nicht safe. Dann die Möglichkeit für Mann auf Smith und dann kann Olden auf und davon Sondre Olden gegen Matthias Olden mit der Entscheidung. Ja, ist genau das, was wir angesprochen haben. Es braucht irgendeine Aktion, die das Ganze öffnet und nachher gibt es einen Schlagabtausch. Irgendwie 4 Minuten praktisch nichts passiert und dann ein Hin und Her. In der 64. Minute der Topscorer des HC Lajoie von Sondre Olden mit der Entscheidung. Eberhard nahm sehr viel Risiko. Der ja, Torhüter. Ich auch denke, das ist mutig, dass er dort rauskommt. Das war ja die richtige Entscheidung. Ja, da sieht man es, da kommt er raus. Es ist mutig, dass er gekommen ist, aber es war die richtige Entscheidung, weil der Gary Nunn, wenn er allein kommt, dann macht er sie, hat da nochmal die Chance und dann ist das Spiel offen. Der ist offen und da mit dem Molden, der macht er hervorragend. Smith dann auch die Scheibe nicht kontrollieren können, Wies langsamer so an der Olden, der enorm viel Tempo hat. Nunn war eigentlich auch vor Eberhard an der Scheibe dran, aber eben weil Eberhard da rauskam, nimmt er auch etwas den Schwung von Nunn, der da nicht mehr ganz so selbstsicher einfach Richtung Tor laufen kann. Von daher alles richtig gemacht und von Sondre Old am Ende wirklich ganz klasse abgeschlossen.